und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute Hallo. Wieder mit der Hanna. Ja, was wir heute machen, Sünde. Wir machen die Jellybean Challenge heute. Ja, und zwar gibt es ja eklige und gute Jellybeans. Und wir werden beide zum Beispiel ein weißes nehmen. Und der eine hat vielleicht Glück und der andere hat vielleicht Pech oder beide haben Pech. Jedenfalls werden wir das so machen. Und ja, fangen wir an. Oh Gottchen. Oh, ich will eigentlich nicht noch dran reden. Wir nehmen beide weiß. Wir fangen jetzt einfach an, ohne verschiedene oder so vorher. Weiß. Achso, es gibt neue. Es gibt zum Beispiel Stinkwanze jetzt. Und schmutziges Spül. Okay, weiß ist entweder verdorbene Milch oder Kokosnuss. Boah. Ich mag beides nicht. Aber als ob Kokosnuss nicht besser ist als verdorbene Milch. Ich trau mich gar nicht. Boah, ich trau mich auch nicht. Ich wette, ich hab das Schlechte. Ich hab immer. Okay, eins, zwei, drei. Kaum, ne? Ich hab Kokos nachgeschmackt. Halt die Fresse, ja. Boah, blöd gelaufen. Ich kann jetzt schon nicht mehr. Ach, du Mann, ich kann nicht mehr. Müssen wir denn alles essen? Von jedem eins. Grün ist entweder saftige Birne, was geil. Entweder Nasenpopel oder so. Ready? Nasenpopel oder Birne? Cheers! Ich weiß nicht, was das ist von beidem. Mein schmeckt süß, also ich glaube, es ist Birne. Es schmeckt nur nach Chemie eigentlich. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist doch Popel. Aber ein süßer Popel. Warum haben wir eigentlich hier oben nichts zu trinken? Nee, also ich meins könnte Birne gewesen sein, aber irgendwie gut hat es jetzt auch nicht geschmeckt. Also schwarz ist entweder Hundefutter oder Schokoladenpudding. Pudding. Puddinge. Okay. Ich hab auch noch Sende, weil ich die Wasserflasche aufgefüllt habe. Natürlich. Okay, 1, 2, 3, Schokopudding. Also genau so riecht Hundefutter. Ich krieg den Geschmack nicht mehr raus. Ich auch nicht. Mein Atem riecht nur noch nach Hundefutter. Und Popel. Nicht lecker. Oh Gott. Gar nicht lecker. Das war wirklich schlimm. Jetzt vermisse ich meinen Hund. Vor allem unsere armen Hunde müssen immer sowas essen. Ja, das ist doch schön, einer Dünnerfisch und einer... Nein, hier. Was ist das andere? Also das ist entweder Pfirsich oder Erbrochenes. Bei Erbrochenes kotze ich nochmal so. Ich kotze bei allen. Okay, eins, zwei, drei, Erbrochenes.
glaube, ich habe das gut, aber es schmeckt halt wirklich nicht gut. Oh mein Gott. Ja, ich habe Pfirsich. Ich hatte noch nicht einmal was Gutes. Doch, grün. Aber es war auch nicht so richtig gut. Ey, Kokos war eklig. Darf ich bitte was trinken? Mhm. Wow, das war auch ganz schlimm, muss ich sagen. Ich kann nie wieder normale Jelly Beans essen. Aber ich mochte auch nie normale Jelly Beans. Doch, normale Jelly Beans sind schon eigentlich geil. Mhm. Aber nur so zwei auf einmal, sonst wird einem schlecht. Okay, also. Die hier sind entweder Stinksocken oder Tutti Frutti. Auf Tutti Frutti! Ist eh das Schlechte. Oh mein Gott! Aber ich schmeck nicht. Also ich glaube, Stinksocken würde scheiße schmecken, deshalb... Das ist okay. Dann spuckst du doch raus oder schluckst runter. Ich kann es nicht beurteilen. Also meins hat irgendwie einen komischen Nachgeschmack. Aber... Nee, meins ist Tutti Frutti. Meins ist abgelaufenes Tutti Frutti. Boah, ich kann nicht gehen. Ich auch nicht. Schwarz ist entweder Stinktierspray, weiß nicht, wie das schmecken soll. Stinkspray, wahrscheinlich. Stinktierspray, was ist denn Stinktierspray? Weiß ich doch nicht. Hä? Oder Lakritz, und ich hasse beides. Lakritz ist geil. Nein. Ja, dann hoffen wir, dass ich Lakritz kriege. Warum? Warum kriege ich immer das Schlechte? Jetzt weiß ich, wie Tinktier schmeckt. Ich auch. Warum hatten wir denn beide das Schlechte? Bah. Das war wirklich schlimm. Das hat nach Scheiße geschmeckt. Es hat so eklig geschmeckt. Und ich krieg's nicht mehr raus. Davon gibt's nur eins. Dann isst du es mal. Guten Appetit. Wir haben doch zwei. Spülwasser oder Geburtstagskuchen? Auf Birthday Cake habe ich jetzt gar keinen Bock. Ja, aber ja, einfach Spülwasser. Ja. Prost. Irgendwie undefinierbar. Okay, ich habe Birthday Cake, glaube ich. Das ist süß. Mhm. Schmeckt aber nicht nach Kuchen. Ja. Ja. Mhm. Du siehst aus wie hypnotisiert. Schmeckt scheiße. Du siehst aus, als wärst du entführt worden und dazu gezwungen, Jelly Beans zu essen. Habe ich, würde ich auch von dir. Wahrscheinlich, wenn irgendwer irgendwen gezwungen hat, dann warst du das. Toter Fisch. Jetzt gibt's mir schon in die Hand. Oder Erdbeer-Bananen. Und sagt toter Fisch. Erdbeer-Bananen-Smoothie. Also, das ist doch mal toter Fisch oder Erdbeer-Bananen-Smoothie. Boah, ich muss erstmal alles wegtun, damit ich da nicht aufpasse. Prost. Bananen-Smoothie. Bananen-Smoothie, glaube ich. Also schmeckt gut, das schmeckt gut, ja. Ja. Es schmeckt nicht nach Bananen. Stinkwanze oder geröstete Marshmallow. Oh, auf Marshmallow. Ich muss sagen, Stinkwanze wird, glaube ich, sehr übel. Glaube ich. Ja, okay. Oh. Oh, ja. Oh, oh, oh Gott. Schmeckt halt, wie die riecht, ne? Kurzgeschmack im Mund. Das geht nicht weg, Hanna. Ja, ich weiß. Bei mir auch nicht, Luba. Entschuldigung.
Ich habe keinen Bock auf faules Ei. Lua, wenn ich das esse, dann übergebe ich mich straight. Ich mich auch. Warum haben wir die Endcard nicht am Anfang gedreht? Da haben wir noch gelaunt. Okay. Kommen wir zum letzten. Oh mein Gott. Faules Ei oder Popcorn? Ich muss mich kurz mental darauf vorbereiten. Das wird wirklich das Schlimmste. Darf ich bitte ein Ei mal nehmen? Ey, können wir bitte zusammen in die Mitte? Oh mein Gott. Oh, hier. Eins, zwei, drei. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, zu sehen, wie wir leiden. Wir haben wirklich sehr gelitten. Also lasst bitte gerne Mitleids-Like da. Bitte. Und schreibt in die Kommentare irgendetwas, was ihr wollt. Keine Ahnung. Und ich verlose gerne die Jelly Beans. Also, nein, okay, kein Interesse, verstehe ich. Lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und folgt uns beiden gerne auf Instagram. Ja, sie heißt Hanuki und ich heiße Lubelli. Und ja, dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal.